Hallo, hier ist Meini. Das ist ein weicher, fluffiger, unheimlich saftiger Teig, ein Fanta-Teig, das ich für einen Fanta-Schmandkuchen verwende und euch heute mein Rezept verrate. Und wir beginnen auch schon mit dem Teig. Dazu geben wir Zucker, Mehl und Vanillezucker, gern auch Vanillin aus der Tüte, in eine Schüssel und wie immer der Hinweis, dass die Mengenangaben unten in der Videobeschreibung stehen. Backpulver und Fanta kommen auch noch dazu, das Öl darf man auch nicht vergessen und natürlich noch die Eier. Das Ganze kommt in die Küchenmaschine und wird etwa 1-2 Minuten glatt gerührt. Das Rezept ist für einen haushaltsüblichen Backblech gedacht. Ich nehme manchmal eine etwas kleinere Backform, damit der Teig etwas dicker wird. Der Teig kommt jetzt auf ein Backpapier und wird in den kalten Ofen geschoben. Anschließend die Ober- und Unterhitze für etwa 45 Minuten lang auf 160 Grad stellen. Nach den 45 Minuten die Hitze ausschalten und den Teig mindestens eine Stunde im Ofen auskühlen lassen. Die Restfeuchtigkeit im Ofen sorgt dafür, dass der Teig besonders weich und saftig wird. Ich mache das Backpapier dann vorsichtig ab und verwende die Unterseite ganz oben, weil sie besonders gerade ist. Manchmal lasse ich meinen Fanta-Kuchen quadratisch, manchmal schneide ich ihn rund, immer so wie ich gerade Lust habe. Ich bin mir sicher, die schöne Porung, der weiche, saftige Teig wird euch definitiv überzeugen. Für mehr Rezepte solcher Art abonniert gerne meinen YouTube-Kanal oder schaut euch auch die Rezepte aus der Ausbildung an, die ich euch am Ende dieses Videos einblenden werde. Jetzt werden die Aprikosen vom Saft getrennt und in kleine Würfel geschnitten. Schmand kommt in eine Schüssel, Vanillezucker kommt dazu und die Aprikosenwürfel einfach vermischen. Steif geschlagene Sahne wird dazu gegeben und vorsichtig untergehoben. Statt Aprikosen könnt ihr auch andere Früchte oder Marmeladen verwenden. Statt Schmand kann man auch Crème fraîche oder Mascarpone verwenden. Und man kann sogar die doppelte Portion nehmen, falls euch die Schmandschicht zu dünn ist. Auch bei dem Teig könnt ihr die doppelte Portion in das Backblech geben. Allerdings dann nicht nur 45 Minuten backen, sondern etwa eine Stunde 10. Dieser unheimlich weiche, saftige Teig kommt bei allen sehr gut an, besonders in der Kombination mit Schmand, weil es nicht zu süß ist und total angenehm im Magen liegt. In diesem Sinne bleibt gesund, bis zum nächsten Video.